Der Mann, der da im Studio saß, der hat zwar einen Professorentitel, aber der arbeitet nicht wissenschaftlich. Es gibt absolut keinen Beweis für diese These. Das Einzige, was sie immer sagen, es gäbe einen Konsens und unser Junge hat hier einen Nobelpreis bekommen. Der hat eines dieser Modelle konstruiert, die immer falsch lagen. Die Katastrophenszenarien sind alle nicht eingetreten. Sie behaupten zwar, sie sind eingetreten, weil sie ständig, wenn es irgendwo mal warm wird, irgendeine Horrormeldung raushauen, aber wenn es dann klirrende Kälte hat, dann war es auch der Klimawandel. Hallo meine Lieben, willkommen beim Deutschland-Kurier. Zum allerersten Mal bei mir zu Gast hier beim Kurier der Oliver Janich, mein alter Freund und Kupferstecher. Grüß dich, mein lieber Olli. Grüß dich, Oliver. Wusste ich gar nicht, dass ich noch nicht beim Deutschlandkurier bei dir war. Ja, wie läuft's auf den Philippinen? Family nimmt einen in Anspruch. Ja, zum ersten Mal Vater werden mit über 50, das ist schon eine Aufgabe. Wie fühlt sich das an? Kommst du auf die Idee, dass ich schon so alt bin? Man ist Weil wir immer so gleich alt, alt sind. wie man sich fühlt. Das Das stimmt, das ist bei stimmt. mir 29. Olli, wir wollen heute über das Thema Klima sprechen. Wir haben beide den Auftritt von Steffen Cottret, das ist der energiepolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, bei Markus Lanz gesehen. Wir waren beide nicht so ganz zufrieden. Und ja, wir wollen heute mal so ein bisschen den Fall simulieren, als ob du ihn beraten hättest, was du ihm dann geraten hättest. Was macht dich eigentlich zu einem Experten in Sachen Klima? Gute Frage. Meine Expertise in wissenschaftlichen Arbeiten. Also man muss das nicht studiert haben, aber ich habe ja im Rahmen des BWL-Studiums empirische Forschung studiert. Da lernt man die wissenschaftliche Methodik. Und das habe ich auch angewandt in meinem ersten Buch oder in allen Büchern eigentlich, aber da habe ich es auch erklärt. Ja, wie beweist man Thesen wissenschaftlich? Karl Popper ist da der Standard. Man braucht ein falsifizierbares Experiment. Das existiert hier nicht, da werden wir gleich drauf kommen. Und was man als Mindestes braucht, ist eine Korrelation. Und damit habe ich mich sehr viel beschäftigt, auch in meiner Diplomarbeit. Da ging es um das Capital Asset Pricing Modell von Nobelpreisträger Markowitz. Da habe ich nachgewiesen, dass er da die falsche Variable verwendet. Also ich bin sehr versiert, wenn es um Modelle geht. Ich habe auch Trading-Systeme getestet, neuronale Netze und so weiter. Und da geht es auch immer um Korrelationen und ja, statistische Aussagen. Und die sind Und da haben sie ihn ja versucht, ins Boxhorn zu jagen. Er könne das alles nicht beurteilen, weil er wäre ja kein Experte. Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es gar nicht so schwer zu begreifen, was man für den Beleg einer wissenschaftlichen These braucht. Und eigentlich, ich habe mich sehr darauf gefreut, auf die Sendung. Du hattest es mir geschickt, weil die Konstellation war eigentlich nicht so unfair wie sonst. Also normalerweise hast du ja 5 Leute gegen dich. Und er hatte im Prinzip nur einen gegen sich, nämlich den Latif, der in der Vergangenheit schon mit widerlegbaren Aussagen aufgetreten ist. Ich muss ja vorsichtig sein, ich bin ja auf Bewährung. Ja. Also der jetzt aus meiner Sicht kein besonders schwerer Gegner ist. Der Lanz selber, glaube ich, ist auch relativ unbeleckt von wissenschaftlichen Arbeiten. Und die Spiegelautorin sowieso, die da eingeladen war, die hat auch nicht viel zum Thema gesagt. Also eigentlich hatte er nur einen Gegner. Und den hätte man dann schon vorführen können. Und wir werden das jetzt vielleicht so simulieren, wie man das hätte machen können. Aber natürlich, es ist eine schwere Situation. Du hast mir gerade noch zugerufen, er wusste auch gar nicht genau das Thema. Also er Ja, dachte eher, es geht. beziehungsweise, Olli, beziehungsweise das Thema wurde dann nochmal komplett geändert, 1,5 Tage vor der Sendung. Wir wissen nicht, ob Zufall oder böse Absicht. Das heißt, er hatte auch sehr wenig Zeit zur Vorbereitung. Ja. Und man weiß natürlich, wenn man noch nie in so einer Diskussion war, und ich glaube, er war wahrscheinlich noch nie, also in einer öffentlichen Diskussion, weiß man immer nicht, mit was die kommen. Ich weiß es schon, weil ich es seit 10 Jahren mache. Und es ist immer dasselbe. Das ist, die lenken ab von der Wissenschaft und gehen immer ad hominem, also immer auf die Person. Das hat man ganz besonders gesehen, es war eigentlich, also eigentlich waren es lauter Steilvorlagen, die die geliefert haben, die aber dann nicht verwandelt hat, weil der Lanz hat gefragt, ja, welcher Wissenschaftler denn? Ja, da hätte er aufzählen können, ja. Also das werden wir vielleicht gleich mal machen, wie viele Professoren eigentlich das für Unsinn halten. Vielleicht mal vorab für unsere Zuschauer. Der Mann, der da im Studio saß, der hat zwar einen Professorentitel, aber der arbeitet nicht wissenschaftlich. Es gibt absolut keinen Beweis für diese These. Keinen wissenschaftlichen Beweis. Und wenn man das weiß, dann
tritt man natürlich mit einem anderen Selbstbewusstsein auf, weil er kann es einfach nicht begründen. Das Einzige, was sie immer sagen, ist, es gäbe einen Konsens. Und unser Junge hat hier einen Nobelpreis bekommen. Das war sein Argument. Ja, dieser Nobelpreis an Hasselmann, glaube ich, heißt der. Das ist ein Modellierer. Das heißt, der hat eines dieser Modelle konstruiert, die immer falsch lagen in der Vergangenheit. Und da hat der Latti einfach gesagt, nee, wir haben alles richtig vorausgesagt. Er selber hat vor 20 Jahren gesagt, es wird keine eisigen Winter mehr geben oder irgend sowas. Ja. Die Katastrophenszenarien sind alle nicht eingetreten. Sie behaupten zwar, sie sind eingetreten, weil sie ständig, wenn es irgendwo mal warm wird, irgendeine Horrormeldung raushauen, aber wenn es dann klirrende Kälte hat, dann war es auch der Klimawandel. Ja. Aber es gibt keinen besonders gefährlichen Trend zur Erwärmung. Aber auch das ist wieder eine Ablenkung vom Thema. Das hat er eben, oder machen die immer relativ geschickt, ja, Waldbrände und so weiter. Erstens, ja, vielleicht, also ich bin jetzt mitten in der Diskussion drin, aber also eine der Sachen, die er gesagt hat, weil die 200 Waldbrände da in Brandenburg. Deutschland ist eins der kältesten Länder der Welt. Also die globale Erwärmung hat sicher nichts mit den Waldbränden zu tun, sondern das hat etwas mit Waldmanagement zu tun. Ja. Normalerweise, und die weiß jetzt nicht, wie es in Brandenburg ist, aber in Kalifornien weiß man das, dass sie das verbieten, dass man gezielt den Wald abbrennt, damit sowas eben nicht passiert. Wie es jetzt in Brandenburg ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat das nichts mit der globalen Erwärmung zu tun. Und dann behaupten wir immer, die Naturkatastrophen hätten zugenommen und so weiter. Das stimmt alles nicht. Aber da muss man natürlich die entsprechenden Studien parat haben. Ich habe es jetzt auch nicht. Ja. Aber die müsste man sich dann vorbereiten. Studie sowieso, Waldbrände abgenommen, Studie sowieso, Taifune haben abgenommen und so weiter. Das gibt es alles. Also, es gibt zu all diesen Sachen gibt's Studien. Es gibt über 1350 Studien, die gab es schon 2014, die den offiziellen Narrativ widersprechen. Über 1300 Studien. Ja. Ich hatte dem Herrn Cottret auch gesagt, oder ich habe ihn gefragt, warum er denn nicht diesen indischen Professor, deutsch-indischen Professor mit seiner Nonsensaussage konfrontiert hätte. Es würde keine eisigen Winter mehr geben, keine Winter mehr mit Schnee. Das hat er, glaube ich, 2003 gesagt. Und da hat er dann gesagt, das habe ich nicht so nachvollziehen können. Ja, damit hätte man ihn auch nicht so richtig festnageln können, weil die Leute, was die Leute im Kopf haben, sind ja immer so die letzten Jahre und es sei nun wirklich so gewesen, dass die Winter nicht mehr so kalt sind in Deutschland, dass es nicht mehr so viel Schnee gibt. Das sagt zum Beispiel auch mein Bruder. Mein Bruder behauptet, es hätte früher an jedem Winter in unserer Jugendzeit geschneit und sei sehr kalt gewesen, das wäre nicht mehr. Ist das wirklich so in Deutschland? Das kann sein, ja. Also wir reden ja über die globale Erwärmung und es unterschiedlich. Das Klima entwickelt sich völlig unterschiedlich in verschiedenen Regionen. Also ich bin ja hier in einem Land, das ist, weiß ich nicht, 15 Grad wärmer im Schnitt, mit der Folge, dass hier 3 oder 4 Mal im Jahr geerntet werden kann. Das ist also positiv. Und zum Beispiel, da hat er sich auch vertan dann, der Latif, glaube ich, aber mal unabhängig davon, also wenn es wärmer wird, dann verdunsten zum Beispiel das Meer, also das Wasser im Meer, und dann wird es weniger trocken. Ja, die sagen ja auch gleichzeitig, die Überschwemmungen sind auch Schuld des Klimawandels, aber auch die Trockenheit, alles ist immer Schuld des Klimawandels. Aber es kommt eben darauf an, wo du bist. Und gerade in so wärmeren Ländern wie ich, wir müssten ja schon längst alle tot sein nach deren Aussagen. Aber nee, hier wird halt dann öfter geerntet. Ja, also wenn es in Europa wirklich so wärmer werden würde, wäre es ja positiv. Der Professor ist ja auch der Präsident des deutschen Club of Rome. Was wissen wir über den Club of Rome? Ja, Club of Rome ist quasi die Mutter aller Lügen, weil die haben ja im Jahre 1970 haben die ja schon prognostiziert, dass wir heute, so wie wir hier sitzen, alle längst tot sind. Weil alle Rohstoffe ausgegangen werden. Die haben also ein Modell aufgestellt und haben dann gesagt, im Jahr sowieso, unter anderem 1985, glaube ich, soll Kupfer ausgehen und so weiter. Jedenfalls alle Rohstoffe werden jetzt im Jahr 2023 nach deren Prognosen schon weg. Das heißt, wir werden schon alle längst tot. Und die Bevölkerung ist ja massiv gestiegen. Wir sind jetzt bei 8 Milliarden. Aber die Produktion von Öl, Gas und all dem ist auf einem historischen Höchststand. Also es ist genau das Gegenteil von dem passiert, was die prognostiziert haben.
Ich glaube, der Programmierer von dem Modell hat dann auch mal gesagt, er hat irgendwie 99% der Zeit aufs Programmieren verbracht und nicht aufs Sammeln von Daten, irgendwie sowas. Ja. Aber auf jeden Fall, der Club of Rome ist ja im Zentrum dieses Märchens, dass uns irgendwie die Ressourcen ausgehen würden. Die haben sich aber auch in anderen Themen ständig geirrt, richtig? Ja, ja, also in allen. Also die irren sich ja in Wirklichkeit nicht so. Das ist ja Club of Rome, hat die Rockefeller-Familie eine wichtige Rolle gespielt bei der Gründung, die auch eine sehr große Rolle in unserem Gesundheitswesen spielen, aber das kommt ja auf YouTube, also reden wir darüber mal nicht. Die irren sich in allem. Also vielleicht mal vorab, ich sage das jetzt seit 10 Jahren und ich weiß nicht, warum es nie einer im Fernsehen sagt und das jetzt wäre auch eine Gelegenheit dazu gewesen. Es ist ganz einfach zu begreifen. Knappe Güter sind teurer. Ja, wissen wir alles. Wenn etwas knapp ist, zahlen die Leute mehr Geld, um es haben zu wollen. Die erneuerbaren Energien sind deswegen teurer, weil sie mehr knappe Ressourcen verbrauchen. Ganz einfach. Das heißt, Windenergie ist teurer, weil es knappere Ressourcen verbraucht. Unter anderem, das hast du ja in der Reportage, die fand ich ganz schön mit ihm, die du gemacht hast, ja, das Land, das da verbraucht wird, also die Fläche, die da verbraucht wird, Tonnen an Stahl und Beton, das da verbraucht wird, bei Solarzellen, seltene Erden und so weiter. Die erneuerbaren Energien, die sind natürlich nicht erneuerbar, sondern du musst ja die Windräder bauen und hinstellen, die dann meistens auch gar nicht laufen. Das ist die größte Verschwendung von Ressourcen, die es jemals gab. Und das ist einfach nur das Ergebnis der Planwirtschaft. Weil in der Marktwirtschaft werden die Ressourcen hergenommen, die nicht knapp sind. Und wenn eine Ressource knapp wird, steigt der Preis, dann lohnt es sich mehr danach zu graben, zu bohren und so weiter und dann sinkt der Preis wieder. Aber wir fördern jetzt quasi die Energien, die am meisten Ressourcen verschwenden, natürlich mit Steuerzahlergeldern oder der Stromkunde bezahlt ist. Das ist also die größte Verschwendung von Ressourcen, die es jemals gab. Und das ist unabhängig davon, ob dieses Märchen stimmt, da kommen wir ja gleich drauf, dass CO2 irgendwas mit der menschengemachtes CO2 irgendwas mit der Klimaerwärmung zu tun hat, hat es nicht. Aber selbst wenn es stimmen würde, es fällt letztendlich bei jedem Produktionsprozess CO2 an und natürlich auch bei der Produktion von einem Windrad. Es gibt zum Beispiel keine einzige Solarfabrik, die von Solarzellen angetrieben ist. Gibt es nicht, weil es einfach nicht genug Strom produziert für den Produktionsprozess. Also du brauchst immer herkömmliche Energien. Ja, Olli, der Mainstream versucht uns ja zu diffamieren mit dem Begriff Klimaleugner, angelehnt an den Holocaust-Leugner. Das soll also was ganz Schlimmes sein, diese Klimaleugner. Aber, oder Klimawandelleugner. Nun ist es ja aber so, dass wir ja den Klimawandel gar nicht leugnen. Nee, es ist im Gegenteil so. Die leugnen den natürlichen Klimawandel. Die sind Klimawandelleugner. Im Gegenteil, wir sagen, das Klima hat sich schon immer gewandelt und es wandelt sich permanent, seit es die Erde gibt. Das hat natürliche Ursachen, da kommen wir gleich drauf. Das lässt sich auch ganz einfach beweisen, alles. Ja? Und die leugnen den natürlichen Klimawandel und behaupten, der Mensch hätte da wesentlichen Einfluss drauf und dafür gibt es überhaupt nicht den geringsten Beweis. Im Gegenteil, es gibt Beweise, dass es nicht so ist und die hätte er ja auch vorbringen können. Ja. Vielleicht wollen wir mal kurz, gehen wir mal kurz auf das ein, weil er wurde ja dann gefragt, ja, welche Experten sind dagegen. Jetzt möchte ich bloß mal aufzählen, da gibt es beim viel gescholtenen Aber klar, Moment, Olli, da müssen wir den Leuten ja noch erzählen, dass sie ja immer damit argumentieren, dass es in der Wissenschaft angeblich einen 99,9%igen Konsens geben würde, dass der Klimawandel menschengemacht sei. Genau, das ist falsch. Also 97% sagen die immer. Die Spiegel-Autorin, glaube ich, hat da dann sogar 99,7% gesagt. Ja. Es gibt tatsächlich einen Konsens unter echten Wissenschaftlern, dass das alles Quatsch ist. Ja. Aber, Da gibt es lange Arbeiten darüber, wie diese 97% zustande kommen. Um es kurz zusammenzufassen, die haben nur die gefragt, von denen sie wussten, dass sie ja sagen. Aber ich will jetzt damit gleich auch direkt auf das Thema kommen. Den solltest du auch verlinken. Das ist ein guter Artikel von Eike Klima, weil die haben schon fünf Artikel darüber geschrieben, über die 97%. Aber was sie hier auch machen in diesem Artikel, das sollte man auf jeden Fall verlinken, ist die ganzen Petitionen, die es gegen diesen Wahnsinn gibt. Und jetzt, es ist nur eine kurze Zusammenfassung, ja.
Also es gibt die Oregon-Petition aus dem Jahr 2008. 31.000 Unterzeichner, davon 9.000 promoviert, die meisten zwar aus dem Ingenieurbereich, aber auch zahlreiche Klimaforscher. Das Heidelberger Manifest von 1992, 4.000 Naturwissenschaftler, 72 Nobelpreisträger. Überwiegend keine Klimaforscher, wobei das ja damals erst am Anfang war, die sogenannte Klimaforschung. Die gibt es ja nur, weil die These behauptet wird. Leipziger Manifest 1995, 80 Forscher der Naturwissenschaft, 25 Meteorologen. Der US-Senat Minority Report, 11.12.2008, 700 Naturwissenschaftler. Dann die Eingabe an US-Präsident Obama, 100 Fachwissenschaftler. Offener Brief an UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, 125 Wissenschaftler. Physik-Nobelpreisträger, den hätte er nennen können und nicht diesen anderen, Ivar Giver. So, und die neueste Petition, also das ist die jüngste, hier, und zwar 500 Klimawissenschaftler und mit dem Thema befasste Experten weltweit haben eine Petition unterschrieben, es gibt keinen Klimanotstand. Und da hätte er die Liste halt einfach vorlesen können, also allein aus Deutschland. Wer das unterschrieben hat? Professor Fritz Fahrenhold, Professor Dietrich Bannert, Dr. Lars Birlenbach, Professor Klaus Döhler, Professor Friedrich Karl Ebert, Professor Hermann Hade, Professor, sehr wichtig, Professor Werner Kirchstein, der ist Professor für Klimatologie an der Universität von Leipzig gewesen, Professor der Geologie Stefan Kröperlin, Professor Lüdecke, auf den kommen wir gleich, Professor Meyer, Professor Karl-Otto Weiß. So, also jetzt habe ich allein 11, ich glaube 10 Professoren und einen Doktor aufgezählt, die von deutscher Seite diesen Appell unterschrieben haben. Und der Professor Karl-Otto Weiß hat mit dem Professor Lüdecke zusammen ein Papier verfasst, peer-reviewed. Was heißt peer-reviewed? Also von Kollegen begutachtet. Weil der Latif hatte da immer behauptet, das sind alles nur so ungefähr Hobbywissenschaftler und so weiter, die ich alle aufgezählt habe, sind alles keine Hobbywissenschaftler, echte Professoren. Und dieser Professor hat eben mit dem Professor Lüdecke eine peer-reviewed Studie über die Einflüsse aufs Klima geschrieben. Und die kann man auch abrufen, die könnte man auch noch verlinken, aber ist natürlich auf Englisch. Wo die tatsächlich herausgefunden haben, welche Einflüsse auf das Klima der letzten 200 Jahre Einfluss hat. Und zwar gibt es einen 200-Jahres-Zyklus und einen 65-Jahres-Zyklus. Und der erklärt fast zu 100% die Schwankungen. Natürliche CO2 hat damit überhaupt nichts zu tun. Es gibt mehrere Studien dazu zum Einfluss der Sonne, die Svensmark-Studie zum Beispiel. Und da würde dann der Latif sagen, ja, das ist ja alles längst widerlegt, würde er dann sagen. Ja. Und vielleicht grundsätzlich. Die sagen dann immer, das sind ja fachfremde Wissenschaftler. Ja, erstens sind darunter auch Klimatologen, ja, wie ich gezeigt habe. Und es gibt zum Beispiel den Professor Gerhard Kramm, der ist Atmosphärenphysiker. Der ist im Moment in Alaska, ja, hat früher in Deutschland gelehrt, aber der ist Atmosphärenphysiker. Also es gibt unter den Kritikern auch welche, die nicht fachfremd sind. Aber das Wichtige ist, was man begreifen muss, ist, Wissenschaft funktioniert immer gleich. Immer, in jedem Fach, ob das Klimatologie ist, Physik, Mathematik, sonst irgendwas. Gut, Mathematik kann man noch rausnehmen, ist es quasi, ist es keine Naturwissenschaft, aber jede Naturwissenschaft funktioniert gleich. Man braucht ein Experiment oder eine Beobachtung, die mit dem übereinstimmt, was du behauptest, nämlich eine Korrelation. Und so, und deswegen sagen die dann, ja, aber unsere Leute, also die sich auskennen, die sagen alle, wir sind uns einig. Ja, aber die bekommen ja genau dafür das Geld vom Staat. Wenn jetzt, ich hätte zum Beispiel dem Latif gefragt, wenn Sie jetzt morgen behaupten würden, der Mensch hätte keinen Einfluss, glauben Sie dann, dass Sie Ihre Position im Institut behalten würden? Ja, natürlich nicht. Mhm. Und es gibt ja viele Ex-Klimaforscher, die gesagt haben, ja, das ist alles nicht so wild und dann ihre Posten verloren haben oder eben vorher emeritiert sind, also pensioniert sind. Also es gibt Tausende von Wissenschaftlern, die dem Ganzen widersprechen. Und da muss man eben diese Petitionen parat haben und ein paar Namen nennen. So, aber worum geht es eigentlich? Es geht ja um Argumente und da wurden ja überhaupt keine Argumente ausgetauscht. Und zum Beispiel, was ich den Professor Latif da gefragt hätte, also eine Möglichkeit, ja, wie man das ganze Gespräch führen kann, dass man ihn einfach, immer, es ist immer besser, Fragen zu stellen, ja, selber was zu erklären. Hätte ich ihn gefragt, Herr Professor Latif, gibt es einen physikalischen Treibhauseffekt? Und wenn er schlau ist,
und ahnt, worauf ich hinaus will, sagt er nein. Okay, worüber reden wir dann? Oder er sagt ja. Dann sage ich, okay, was ist die Formel dafür? Es gibt keine Formel. Es gibt für jeden physikalischen Effekt gibt es eine Formel. Also zum Beispiel die Newtonschen Gesetze. Da gibt es eine ganz genaue Formel, wie schnell ein Apfel nach unten fällt, wenn ein Apfel vom Baum fällt. Es gibt keinen physikalischen Treibhauseffekt. Sonst gäbe es eine Formel dafür. Und da, das ist ja auch meine Wette. Ja? Das ist alles experimentell gar nicht bewiesen. Das finde ich übrigens, Olli, das finde ich auch ein starkes Argument, deine Wette, die du ja schon vor Jahren rausgehauen hast. Bitte noch mal kurz formulieren, dann sage ich noch was dazu. Ja, genau, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, ich habe 10.000 Euro ausgelobt oder gewettet, dass es kein Experiment gibt, das einen Treibhauseffekt beweist. Also es gibt Experimente, die beweisen, dass CO2 Infrarotlicht in bestimmten Banden absorbiert. Die sind aber längst gesättigt. Aber es gibt kein Experiment dafür, dass das einen erwärmenden Einfluss auf die Atmosphäre hat. Darüber gibt es kein Experiment. Die geben das auch immer wieder zu. Also ich glaube, der Schellenhuber habe ich irgendwo, oder hat sich sogar der Cordré in deinem Ding da gesagt, in deiner Reportage, der dann auch mal gesagt hat, ja, nee, das ist zu kompliziert, das zu simulieren. Ja. Aber das ist auch wieder eine Irreführung. Die sagen dann, ja, die Atmosphäre kann man nicht so genau nachbauen. Ja, aber den Effekt, also zum Beispiel, wenn ich einen Autounfall simulieren will, ist es schwierig, ja, genau wie das Auto sich verhalten hat. Aber ich kann die Newtonschen Gesetze, die beim Autounfall gewirkt haben, die kann ich beweisen. Und das haben die gar nicht. Die haben kein Experiment, die diese Erwärmung beweisen. Vielleicht noch zur Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Weil die Leute da oft verwirrt sind, eben durch die Mainstream-Berichterstattung. Was eigentlich passiert ist, die Sonnenstrahlen treffen auf die Erde erwärmt sich und die Atmosphäre transportiert die Wärme ab. Das heißt, die gesamte Atmosphäre ist ein Kühlsystem. Deswegen ist zum Beispiel auf dem Mond sind die Temperaturen viel höher, die bodennahen Temperaturen, als auf der Erde, weil es da keine Atmosphäre gibt oder kaum eine. Und da hat auch, ja, wir springen ein bisschen, aber es gab so eine geile... Ich wollte das noch zu Ende führen. Das ist für mich auch ein Beleg dafür oder ein Indiz, dass es alles Quatsch ist, was Sie sagen, weil es ist keiner auf deine Wette eingegangen. Und ich kann ja verstehen, wenn es da irgendwelche Wissenschaftler gibt, die dann sagen, nee, der Janich, der ist mir zu bäh oder kann ihn nicht ernst nehmen. Aber ich würde mir doch dann mit Freude diese 10.000 Euro abholen. Na ja, klar. Macht aber keiner. Nee, macht keiner. Deswegen, mit solchen Wetten kann man sich sicher sein, man muss es halt genau formulieren, deswegen habe ich es jetzt nicht ganz genau im Kopf, wie ich es formuliert habe, aber jedenfalls es gibt keinen experimentalen Beweis für den Treibhauseffekt, weil, wie gesagt, sonst gäbe es ja auch eine Formel dazu. Es gibt keine Formel, es gibt nur Schätzungen, es gibt nur die Modellrechnungen. Und, wo war ich? Ich wollte aber irgendwo anders hin. Experiment. Jetzt hast du mich in irgendeinem Redefluss unterbrochen. Und ich wollte nicht schneiden. Ja, nee, muss nicht. Kein Problem. Okay, dann machen wir einfach weiter, wie man... Das Wichtigste, also das ist alles ein bisschen, was ich jetzt sage, ist auch ein bisschen kompliziert für die Leute, weil die sagen, ja, wie muss so ein Experiment ausschauen? Also das ist schwierig, ja, zu verstehen für die Leute. Und ich hätte es gesagt in der Sendung, hätte gesagt, okay, die Wette hätte ich vor der Sendung natürlich mir nochmal genau überlegt, wie ich die Wette dann formuliere. Ja. Das sage ich ja schon seit Jahren, dass man das machen sollte. Aber einfacher zu begreifen ist das, was ich jetzt im Folgenden dann sagen werde. Ja. Man hätte den Latif fragen können, man hätte es so machen können. Klima wird ja definiert als die Wetterdaten von 30 Jahren. Stimmen Sie dazu? Ja, wird er wahrscheinlich ja sagen. Sie wissen wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der viel weiß, aber Sie wissen ja wahrscheinlich aus der Statistik, dass man mindestens 30 Beobachtungszeiträume braucht, um statistisch relevante Aussagen zu treffen. Wird er wahrscheinlich auch noch ja sagen. Und dann würde ich sagen, okay, also wir müssen mindestens 30 mal 30 Jahre betrachten, um eine Aussage treffen zu können. Wird er wahrscheinlich auch ja sagen. Dann sage ich, okay, nennen Sie mir einen einzigen 900-Jahres-Zeitraum, bei dem es eine Korrelation zwischen CO2 und Temperatur gab. Und zwar, dass erst ein Anstieg vom CO2 zu verzeichnen war
und dann ein Anstieg der Temperatur. Und da hätte er dann gesagt, weiß ich jetzt nicht. Und da hätte ich gesagt, da würde ich sogar 100.000 geben. Ja. Da ich, okay, ich wette um 100.000 Euro, dass Sie diesen Zeitraum nicht haben. Weil es gibt, und das ist das wichtigste Argument, keine Korrelation zwischen CO2 und Temperatur. Diese physikalischen Feinheiten sind echt schwer zu erklären, auch in so einer Sendung. Aber es ist ganz einfach zu erklären, dass es keine Korrelation gibt. Es gibt dummerweise, gibt es die Eisbohrkerndaten, da gibt es eine ganz starke Korrelation, was daran liegt, dass durch die Eisbohrkerndaten eine bestimmte Theorie dahinter steckt, wie das CO2 ins Eis kommt. Die Korrelation ist sehr stark, aber da ist es so, dass zuerst die Temperatur steigt und hunderte Jahre später erst das CO2. Also es ist da genau umgedreht. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit. Viele argumentieren auch so in der Skeptiker-Szene, aber ich habe mir das genau angeschaut. Alle anderen Daten geben überhaupt keine Korrelation her. Das liegt also an der Erhebungsmethode. Aber es gibt von Dr. Berner zum Beispiel die Langfristbetrachtung über geologische aus geologischen Daten gesammelt. Auch Professor Kirstein hebt darauf ab, der ja Geologe ist. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Höhe und CO2 und der Temperatur. Also es gab schon viel höhere Temperaturen bei niedrigerem CO2, es gab schon und umgedreht. Es gibt einfach keinen Zusammenhang zwischen CO2 und Temperatur. Es gibt keine einzige Datenreihe. Selbst ganz kurz noch, selbst aktuelle Daten, also da müssen wir die Grafik dann auch parat haben, selbst die aktuellen Daten, das CO2 entwickelt sich ja so, aber die Temperatur geht so. Also selbst in den letzten 100 Jahren gibt es keine Korrelation. Weil das eine steigt ganz stetig und das andere schwankt die ganze Zeit. Es gibt keine Korrelation. Wenn es keine Korrelation gibt, das ist das Mindeste, ist eine Korrelation, um eine Kausalität behaupten zu können. Aber wenn es noch nicht mal zuerst das eine steigt und dann das andere, dann gibt es auch keine Kausalität. Und darüber hätte er eigentlich reden können mit ihm. Der hätte dann wahrscheinlich behauptet, doch, es gibt einen. Und dann hätte man zum Beispiel sagen können, okay, welchen Zeitraum meinen Sie und wie hoch ist der Korrelationsfaktor? Da hätte er geschwommen, weiß ich nicht. Sag ich, okay, dann wette ich jetzt, sagen Sie mir einen Zeitraum, hätte ich gesagt. Dann sagt er die letzten 300 Jahre. Dann sage ich, okay, ich wette, der Korrelationsfaktor ist unter 0,5. Also kein Zusammenhang. Über 0,5 hast du einen leichten Zusammenhang, bei 1 hast du einen kompletten Zusammenhang. Das kannst du einfach so sagen, weil wir wissen ja, dass die Theorie falsch ist. Du kannst den beliebigen Zeitraum rausnehmen, du wirst keine Korrelation von über 0,5 finden. Und selbst 0,5, das wäre gerade so 50-50. Ja, manchmal stimmt es und manchmal stimmt es nicht. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das habe ich ja auch erwähnt in meinem Interview mit Herrn Cottret, ist, dass es auf der Erde schon wärmer war. Und zwar zu einer Zeit, als es die böse Industrie, die ja an allem Schuld haben soll, noch gar nicht gab. Genau, es war schon viel wärmer und es gab auch schon, in letzter Zeit behauptet, CO2 wäre noch nie so hoch gewesen, weiß nicht, habe ich auch irgendwo, das ist totaler Quatsch, es war 20 Mal höher in der Vergangenheit. Also ganz lustige Anekdote aus dem Gefängnis, will ich ja nicht zu viel erzählen und Anekdoten wirken auch so, als wenn es lustig gewesen wäre, es war nicht lustig, aber in dem Fall war es lustig, weil ich habe dann doch irgendwann mal, also meine Frau hat mir gesagt, hey, streit bloß nicht politisch da mit deinen Mitgefangenen, ja, aber irgendwann mal hast du keine Themen mehr und dann habe ich ja mit meinen Themen angefangen. Und da war dann mein bester Kumpel eigentlich so ein messianischer Jude, also ein Jude, der an Jesus Christus glaubt und die Bibel auswendig kannte, der sich ein bisschen mokiert hat, du immer mit deinen Theorien. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du überhaupt, wie viel CO2 in der Luft ist? Nein, schätz mal. Ich glaube, er hat sich geweigert zu schätzen, er wollte nicht schief liegen. Dann habe ich gesagt, 0,04%. Ah, das glaube ich nicht. Ja, okay, Wikipedia, ja. Und da stand dann genau in dem englischen Wikipedia-Artikel, und ich habe gesagt, das war auch schon mal 20 Mal höher, das habe ich aus dem Gedächtnis gewusst. Das findest du sogar auf dem englischen Wikipedia-Artikel, dass es auch schon mal 20 Mal höher war, der CO2-Gehalt. Und niemand ist da gestorben. Ja. Hoher CO2-Gehalt ist gut für die Natur, ja, weil die Pflanzen das brauchen und letztendlich also ist CO2 die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Wenn CO2 tatsächlich aus der Atmosphäre verschwinden würde, wären wir alle tot. Für unsere Zuschauer, manchmal lohnt es sich auch mal einen Blick auf die englische Wikipedia-Ausgabe zu werfen, ja, weil die ist nicht ganz so ideologisch verseucht wie die deutsche. Olli, wir sind uns ja einig, dass es da draußen mächtige Menschen gibt, die mehr wissen als der Normalbürger. Zum Beispiel Dr. Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer.
Und das ist der einflussreichste Journalist Deutschlands, der vielleicht bald auch der Welt, der möchte ja Springer zu einem Weltkonzern aufbauen. Und wir sind uns einig, der Mann weiß verdammt viel, richtig? Ja. Genau. Und ja. Was hat er gesagt? Ich bin sehr für den Klimawandel. Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Wir sollten den Klimawandel nicht bekämpfen, sondern uns drauf einstellen. Ja, also da sprichst du was Wichtiges an. Ich habe dir ja schon gesagt, ich würde dem am liebsten was schreiben. Dem Döpfner wird er wahrscheinlich nicht antworten. es ist ganz erstaunlich, dass der nicht durch... Also wer weiß, wie lange der noch Vorstand ist von Springer. Aber durch diese unverschämterweise geleakten Mails wissen wir jetzt auch seine privaten Meinungen. Und die sind sehr vernünftig zum großen Teil. Gegenüber der AfD ist die Meinung nicht sehr vernünftig, aber... Er hat jedenfalls zu vielen Themen vernünftige Ansichten. Und das ist ja neben Bertelsmann der wichtigste Verlag. Und trotzdem kommt er nicht durch mit seinen vernünftigen Ansichten. Also hier in Sachen von wegen Verschwörung, da ist ja auch Bilderberger. Ja. Es ist nicht ganz so einfach, selbst für einen, der so einen großen Verlag, ich glaube, Bertelsmann ist insgesamt größer, bin mir jetzt nicht sicher, aber jedenfalls... einer der beiden einflussreichsten Verlage. Und bei Bertelsmann ist das Problem, Liz Mohn ist Mitglied auch im Club of Rome, das erste weibliche Mitglied, also ist voll auf dieser Schiene. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob man das schon noch sagen darf, ohne irgendwie... Also das große Unglück war die Machtübernahme sowohl bei Springer als auch bei Bertelsmann durch die Ehefrauen von den eigentlichen Gründern. Ich glaube, dass die beide Sekretärinnen waren oder so. Ich weiß nicht, ob man das sowas schon sagen darf. Vielleicht muss das rausschneiden. Aber da haben sich die beiden nochmal stark negativ verändert. Ja, da gab es ja auch dann die unheilige Allianz mit der Merkel, ja, also die ganzen Frauen. Und die haben im Prinzip den Ökosozialismus vorangetrieben. Ja. Und gut, das darf man noch sagen. Axel Springer selber zum Beispiel war ja Freimaurer. Der Döpfner hat es abgestritten gegenüber unserem Kumpel Tilman Knechtl. Also ich glaube, ihm hat er, oder irgendjemand anders hat ihn gefragt. Aber selbst damit, Springer war eigentlich, sagen wir mal, unseren jetzigen Themen immer relativ nahe. Ja? Also abgesehen davon, dass natürlich Boulevardblatt war, du hast ja bei Bild gearbeitet und so weiter. Aber die hatten eigentlich die vernünftigeren Ansichten verglichen mit dem intellektuellen Magazin Spiegel. So, und jetzt haben sie jetzt noch einen CEO, der auch recht vernünftige Ansichten hat, aber der kommt damit nicht durch. Also Herr Döpfner, falls Sie das sehen, was ich Ihnen gesagt hätte, bitte machen Sie einfach eine Sonderserie über den Klimabetrug. Weil es gibt so viele Wissenschaftler, die Sie da interviewen könnten, die Ihnen sagen, dass das alles Quatsch ist. Bringen Sie eine Sonderserie. Aber es scheint so, dass selbst der Springer-Chef ja, gar nicht genug reinregieren kann, wo man ja immer denkt, ja, der Verleger sagt es eigentlich, aber es ist halt eher der Eigentümer, das in dem Fall die Friede Springer. Da gab es ja auch einen Eigentümer. Moment. Die Friede Springer hat, glaube ich, ihre Anteile dem Matthias Döpfner geschenkt. Aber nicht alle, sondern einige. Ja, aber schon eine Menge. Aber okay, ja. Ja, ich glaube, es reicht nicht. Also das wäre ja gut. Ich glaube, soweit ich es in Erinnerung habe, hat sie ihm einen erheblichen Anteil geschenkt, aber sie hat immer noch das Sagen. Jedenfalls muss man sich ja wundern, weil jetzt wird, oder ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht auch was in die Richtung passiert, weil jetzt, wo das die Leute wirklich betrifft, und zwar auch die Angestellten von Springer betrifft es ja jetzt auch, ja, mit Wärmepumpen und so. Wenn du Pech hast und da eine Wärmepumpe installieren willst, bist du pleite, auch als Journalist. Ja. Dass die jetzt anfangen, das wieder auszugraben, weil die Welt hat ja schon mal 2008, hatte sie, glaube ich, einen Artikel, das ist nur geniale Propaganda. Das war der auch ARD-Journalist war, habe ich jetzt den Namen vergessen, aber der auch sehr viel da getan hat, auch in der ARD sogar, also im Bayerischen Rundfunk, Eggert, so ähnlich, ja. Sich aber von Verschwörungstheorien distanziert, aber ansonsten jedenfalls zum Klima hat er gute Sachen gemacht. Vielleicht gibt es da jetzt eine Renaissance dieser Klimakritik. Weil es gibt, wie gesagt, es gibt so viele Wissenschaftler. Also einige sind leider schon tot. Also der Beste war eigentlich Professor Gerlich, der ist gestorben, und der Dr. Tscheuschner vorzeitig gestorben, also eigentlich noch jung. Professor Gerlich war schon recht alt. Behaupten, dass das auch gegen der angebliche Treibhauseffekt gegen die Naturgesetze, also gegen die physikalischen Gesetze verstoßen. Aber man braucht es noch nicht mal unbedingt, weil es ja eben
selbst wenn es einen Einfluss gibt von CO2, der eben sehr gering ist. Und da wollte ich eine Sache wollte ich noch auf jeden Fall sagen, weil der Latif hat da auch eine Steilvorlage gegeben mit dem Mars. Da muss ich allerdings selber auch googeln. Ja. Der hat dann gesagt, ja, auf dem Mars, die Atmosphäre ist fast zu 95%, glaube ich, hat er gesagt, CO2, ich habe es dann nachgeschaut, das sind 93% CO2. Und dann hat er gesagt, ja, aber die Atmosphäre ist so dünn, dass das ja nicht viel ausmacht. So, und da hätte man ihn packen können, weil, kann jeder einfach googeln, die Atmosphäre auf dem Mars ist 1% von der Atmosphäre von der Erde. Das heißt, da sie aber fast komplett aus CO2 besteht, heißt es, in der Atmosphäre vom Mars ist 1% CO2, in der Atmosphäre der Erde aber nur 0,04. Das heißt, der Mars hat 25 Mal so viel CO2 in der Atmosphäre und ist aber viel kälter. Also er hat aus Versehen ein Beispiel genannt, das ihn eigentlich widerlegt. Natürlich, der Mars ist auch weiter entfernt von der Erde, aber laut deren Theorie müsste es einen 25 Mal stärkeren Treibhauseffekt geben auf dem Mars und müsste sich ständig aufheizen. Auch das ist ja dieser völlige Quatsch. Das ist auch vielleicht wichtig für alle Zuschauer, das zu verstehen. Was allein schon das ganze Märchen widerlegt. Also wir haben ja gesagt, es war schon mal 20 Mal mehr CO2 in der Atmosphäre. Ja, wie konnte sich die Erde dann jemals abkühlen? 20 Mal höher. Und dann hast du ja diesen Effekt, wo es immer wärmer wird, immer wärmer. Die sagen auch, es gibt einen Rückkopplungseffekt angeblich. Ja, wie konnte es jemals kälter werden? Weil es eben natürliche Einflüsse sind. Es ist der Einfluss der Sonne, der Stand der Erde zur Sonne. Da gibt es längere Zyklen und so weiter. CO2 hat damit absolut nichts zu tun. Aber okay. Ja. Haben wir noch was? Ja, es ist... Ich überlege jetzt gerade, weil wir wollten ja über das Gespräch beim Lanz auch sprechen. Einfach ist es nicht. Ja, also deswegen will ich es nochmal zusammenfassen. Man hätte den Latif fragen müssen. Ja, gibt es eine Korrelation? Ja oder nein? Gibt es einen physikalischen Effekt? Ja oder nein? Und dann sagen, es gibt tausende von Wissenschaftlern, die widersprechen und dann ganz klar sagen, laden Sie doch mal, das hat aber auch, er hat gesagt, laden Sie einen ein von denen, aber so ein bisschen gesagt, also zum Beispiel dem Professor Kirstein, der ist im Moment wahrscheinlich der Beste, der das erklären kann, da hätte er darauf dringen müssen, er sagt, laden Sie den Professor, er wusste ja selber nicht, dass das jetzt eine wissenschaftliche Diskussion wird, also eigentlich war es unfair, Wissenschaftler gegen Politiker, ja, aber eigentlich hätte er Zeit gehabt, ja, wenigstens was zu erklären, also es war nicht so super unfair wie sonst, er hätte einfach gesagt, laden Sie doch den Professor Kirstein mal ein. Der Professor Fahrenhold ist auch nicht schlecht, nur leider geht der schon davon aus, dass es einen Einfluss gibt, aber der wäre nicht so hoch. Aber das stimmt einfach nicht. Ich sage es jetzt mal hier so. Ja. Deswegen, der sagt immer so, ja, aber es ist nicht so schlimm. Nur wenn einer das sagt im Fernsehen, dann sagen die, ja, was ist, wenn es doch so schlimm ist? Also, ja. Aber der Kirstein zum Beispiel, der sagt ganz klar, ja, ist alles Mumpitz. Und der kann es auch gut erklären. Also die Forderung muss immer sein, laden Sie halt einen, der... gibt einen von den tausenden von Wissenschaftlern ein und ich glaube, der Beste wäre im Moment dieser, das habe ich selber den Namen vergessen, weil ich musste mich ja auch auf den neuesten Stand bringen, zu meiner Zeit hat er noch gar keine solche Rolle gespielt, gerade habe ich es gesagt, Karl Otto, wie hieß er, muss man dann auch zum Beispiel einen Notizzettel dabei haben, ja, damit man das nochmal nachschauen kann, ja, Karl Otto Weiß. Und das Interessante bei dem ist auch, dass der auch Professor für nichtlineare Physik ist. Also das ist die schwierigste Physik. Vielleicht auch nochmal zum Abschluss. Das IPCC selber, der Weltklimarat, hat zugegeben, dass es sich hier um ein nichtlinearisch chaotisches System handelt beim Klima. Nichtlinear chaotisch, das hat auch der Professor Krall schon das Öfteren erklärt, bedeutet, dass man eben keine Voraussagen treffen kann. Weil das so viele Faktoren sind, dass man es gar nicht prognostizieren kann. Aber... was man eben rausarbeiten kann, ist bestimmte Korrelationen. Und wenn es zur Sonne korreliert, dann hat halt die Sonne einen Einfluss. Wenn es zum CO2 aber nicht korreliert, hat es halt keinen Einfluss. Also das, ja. Ich habe zum Abschluss auch noch eine Frage. Und zwar, was würdest du jemandem entgegenhalten, der dir sagt, ja, ist ja alles ganz gut und schön, du wiederum kannst aber auch nicht beweisen, dass es keinen Einfluss gibt der Menschen auf den Klimawandel? Das ist eine gute Frage. Da muss man dann wieder darauf zurückkommen, was ist Wissenschaft? Ja? Du musst eine Aussage machen, die falsifizierbar ist. Also die widerlegbar ist. Die machen eine Aussage, die ist gar nicht widerlegbar, weil sie gar kein Experiment vorschlagen.
Also ist die Aussage wissenschaftlich gesehen wertlos. Und dann würde ich eben sagen, da es keine Korrelation zwischen CO2 und Temperatur gibt, ist die These falsch. Ich kann es schon beweisen, weil es müsste eine Korrelation geben. Also die These vom menschengemachten Klimawandel, die ist schon widerlegt. Und wie gesagt, dieser Professor, der hat sogar die Faktoren rausgefunden, die es sind, also diese Zyklen. Aber wenn es keine Korrelation gibt, ist diese These widerlegt. Sie ist widerlegt. Also es ist nicht so, dass ich es nicht beweisen kann. Sie ist widerlegt. Es gibt keine Korrelation. Über längere Zeiträume und nicht einmal über kürzere Zeiträume. Und das wird dir ein ehrlicher Wissenschaftler auch sagen. Also man könnte auch sagen, wir losen jetzt mal einen Wissenschaftler aus, der nicht Klimaforscher ist, weil der kriegt ja Geld dafür, dass er das behauptet. Jeder Wissenschaftler wird das sagen, ja, ohne Korrelation brauchst du mit der Ursache Wirkung gar nicht anfangen. Deswegen gibt es ja diese Tausenden von Wissenschaftlern, die das alle unterschrieben haben, weil die schauen sich das an und sagen, ja, das sieht man ja auf den ersten Blick, dass da keine Korrelation gibt. Also sie ist widerlegt, die These ist widerlegt. Die müssten irgendeinen Voodoo, müssten sagen, ja, jetzt plötzlich hat CO2 einen Einfluss. Hat nie, in Tausenden von Jahren hat es nie einen Einfluss gehabt, aber jetzt plötzlich hat es einen. Okay. Also man kann, es ist widerlegt. Das ist natürlich dann schwer zu glauben für die Leute, die sagen dann, ja, aber warum machen die das alle? Habe ich Verständnis dafür, dass das schwer zu glauben ist? Es ist ein Riesenbetrug. Damit haben wir dann zu kämpfen, dass wir das erklären müssen, warum die es machen. Aber klar, sie machen es, um uns zu steuern und um uns zu kontrollieren, aber dann bist du natürlich in der Verschwörungstheorie. Genau. Da würde ich dann sagen, folgt uns auf Telegram, sowohl dem Olli als auch dem Deutschlandkurier, als auch mir auf Telegram. Erzählt der Olli noch ein bisschen mehr. Aber Olli, pass auf, ich komme jetzt zum eigentlich wichtigen Thema, weswegen ich dich eigentlich eingeladen habe. Ein Thema, auf das du dich auch nicht vorbereiten konntest. Nämlich, heute ist der 34. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Ich weiß, du bist ein großer Fan des FC Bayern München. Wer wird deutscher Meister? Ja, also wir werden tatsächlich schauen, alle bei uns im Ressort. Habe ich gerade meiner Frau verkündet. Und Ich bin so angewidert von der Politisierung des Fußballs, dass ich tatsächlich diese Saison null verfolgt habe. Echt nicht. Es ist aber wohl so, dass Dortmund unentschieden spielen muss, damit Bayern Meister wird, richtig? Nein. Also Bayern München muss auf jeden Fall gewinnen. Genau. Und das ist ja das geringste Problem. Aber Dortmund muss auch unentschieden spielen, oder? Deswegen. Genau. Dortmund darf nicht gewinnen. Dortmund kann aus eigener Kraft Meister werden. Also wenn Dortmund gewinnt, dann. So, und gegen wen spielt Dortmund? Gegen wen spielt Dortmund? Dortmund, jetzt hast du mich erwischt. Ich habe nämlich dasselbe, habe ich einen Kumpel hier gefragt, der interessiert sich nur für Stuttgart. Da frage ich dann immer so zurück. Ah, was ich weiß Stuttgart? Es, Dortmund spielt gegen Mainz. Oh. Und Bayern? Bayern ist schwieriger. Bayern spielt gegen den ersten FC Köln, auswärts auch noch. Und der Baumgart, das ist ja so ein Kämpfertyp, der Steffen Baumgart, der Trainer von Köln, der will immer gewinnen. Dann ist es das letzte Spiel von Jonas Hector. Okay, aber wenn du am letzten Spieltag nicht gegen Köln gewinnst, dann bist du selber schuld. Jedenfalls, ich habe dieselbe Frage, hatte ich hier meinen Kumpel gestellt, der ist Stuttgart-Fan. Und dann habe ich gesagt, warum schaust du das? Was hat Stuttgart mit der ersten Liga zu tun? Aber die sind wohl noch in der ersten Liga. Und der wusste auch nicht, wer da oben spielt, weil ihn nur unten interessiert. Dich interessiert nur Hamburg. Ich bin so weit weg vom Schuss, dass ich es auch nicht wusste. Ja, aber das sieht dann nicht gut aus für Bayern, weil dort Mainz können sie schlagen. Ja. Und klar, wir müssen auch gewinnen. Aber ich bin auch nicht mehr, mich kotzt diese Politisierung so an, dass es mir nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr mitfreuen, ja, wie die auch den Ding fertig gemacht haben, da den, weißt du schon, weil er da nicht gedingst war. Also der Kimmich, ja. Aber es ist ja alles so ein bisschen, es ist ja alles so ein bisschen rückläufig. Also dieses ganze Bindengedöns, dem wurde ja auch vorgehalten, mit dafür gesorgt zu haben, dass sie so schlecht abgeschnitten haben bei der letzten Weltmeisterschaft. Es kam raus, es gab nur zwei wogetreibende Kräfte, nämlich einmal Manuel Neuer, leider, muss man sagen, und Antifa Goretzka. Das bedeutet, die anderen hatten im Prinzip gar keinen Bock, das waren nur Mitläufer. Dann haben wir jetzt ja Rudi Völler als Sportchef von der Nationalmannschaft, der gesagt hat, wir müssen uns jetzt wieder auf den Fußball konzentrieren. Also ich bin guten Mutes, dass die ganze Scheiße jetzt mal aufhört hier. Ja, also diesen gesellschaftlichen Trend ist vielleicht auch noch ein schönes Thema, den sehen wir. Ich habe gerade gepostet auf Telegram hier, wen haben sie boykottiert? Irgend so ein Konzern, der irgend so eine hier mit der Kleidung,
wie war das, irgendwas, ja, irgendwie zig Milliarden an Markt, 9 Milliarden oder was am Markt verloren, Marktwert verloren, ja, irgendwie das Transgender-Thema und so weiter. Also es gibt einen kulturellen Shift insgesamt, die AfD bei 17%, ja, also je mehr die Linksgrünen versauen, desto mehr Leute wachen auch auf. Es ist immer noch viel zu wenig, ja. Aber es ist schon, ja, der Fußball ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich, weil das ja quasi Kultur ist. Und wenn sich da was tut, dann sagt es schon auch ein bisschen was. Ja, also es ist ein ganz gutes Zeichen eigentlich, ja. Du kennst ja meine Einstellung, wie sie immer war. Ich habe das, was wir hier machen, seit Jahren habe ich immer mehr so als Sterbebegleitung gesehen, nach dem Motto, bringt sowieso nichts, ist durch das Thema. Und zum ersten Mal seit Jahren bin ich seit ein paar Monaten wieder positiv gestimmt und optimistisch. Warum? Wenn man sich die Umfragen anschaut, ne, meine ich jetzt nicht 17% AfD, das ist immer noch viel zu wenig, aber auch schon mal gut. Nein, ich meine die Umfragen zu Themen. Und ja, da ist es wirklich so, dass bei allen wichtigen Themen, ob das Gendern ist, ob das Verbrennermo, egal was es ist, ja, unsere Meinung ist immer über 50%. Ja. Und das macht doch Mut. Absolut. Muss man auch die Frage stellen, inwiefern die Wahlergebnisse stimmen, ja, wobei sie nicht so komplett gefälscht sein werden, aber auch wenn du mit den Leuten so redest, also es ist schon, also auch unpolitische Leute hier, die auf den Philippinen ausgewandert sind, auch unpolitische Leute, also diese grüne Politik geht schon sehr vielen auf den Sack, ja, und absolut, die Leute müssen halt... Absolut. Ja. Ich meine, Olli, wir wussten doch, dass die linksgrüne Politik alles an die Wand fahren wird. Dass es ja aber so schnell geht, auch ohne Not. Ne? Also die jetzt auch mit den Wärmepumpen, das müssten sie ja nicht machen. Ne? Könnten ja auch sagen, wir warten noch ein bisschen ab und versuchen doch ein bisschen beliebter zu werden. Ich meine, es ist erst ein paar Monate her, da war der Habeck der beliebteste Politiker Deutschlands. Jetzt ist er einer der verhasstesten. Und aber dass sie das halt so schnell an die Wand fahren, sensationell. Ja, das war auch sehr gut, weil die waren ja schon mal in der Regierung, da haben sie jetzt nicht so viel krasses Zeug gemacht. Im Gegenteil, der Schröder hat ja sogar halbwegs marktwirtschaftliche Reformen, ich glaube, mit den Grünen zusammen gemacht. Ja. Also da war eher Machtteil halt, und jetzt ist die Ideologie im Vordergrund. Ich glaube auch, dass die Grünen ahnen, dass sie nicht mehr in der nächsten Regierung sind und deswegen so viel Gas geben, also noch möglichst viel von Deutschland zerstören wollen. Wirklich, ich glaube, dass sie möglichst viel von Deutschland zerstören wollen und deswegen das jetzt alles durchziehen. Ich meine, allein die wollen ja, das ist das immer noch aktuell, dass sie das Atomkraftwerk tatsächlich hier mit Säure, ich meine, das ist ja ein absolutes Verbrechen, ja, dass sie das mit Säure zerstören wollen oder so. Ich habe es irgendwie auf dem Kanal, ich kann es gar nicht glauben, aber ich weiß, das wäre ja dann irreparabel. Die wollen so viel wie möglich zerstören in der kurzen Zeit, in der sie dran sind. Und das war und ist unser Vorteil in dem Sinn, weil jetzt die Leute das sehen. Ja? Und es ist halt die Frage, wie viele Leute noch arbeiten. Also viele sind ja schon vom Staat abhängig. Die denen dem wird das Geld dann gegeben, ja, also die Energiekosten und so weiter. Aber ich glaube, bei der arbeitenden Bevölkerung haben wir, also da sind die wirklich nicht mehr sehr beliebt. Aber richtig. Ich muss sagen, ich glaube nicht an die große Wahlfälschung. Ich glaube, da wird im Kleinen, ne, wenn da sitzt so ein Linker als Wahlhelfer, der lässt dann mal eine AfD-Stimme irgendwie unter den Tisch fallen. Sowas glaube ich schon, aber nicht an die große. Ich halte das deutsche Volk tatsächlich für so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber ja, du weißt, wie ich es meine. Ja. Ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen verächtlich, dieses ständige Ändern der Meinung. Ne? Also vor dem Ukraine-Konflikt waren es alles Pazifisten und nie wieder Krieg und Frieden schaffen ohne Waffen und so. Und dann wird ihnen auf einmal irgendwie vom Mainstream erzählt, über eine Woche irgendwie Putin sei der neue Hitler, und schon rufen die den Dritten Weltkrieg aus. Das ist jetzt ein krasses Beispiel gewesen, aber sowas gibt es im Kleinen. Ich habe eben gesagt, Habeck vor ein paar Monaten noch beliebtester Politiker gewesen, jetzt der unbeliebteste. Also das ist doch ein Volk, was überhaupt keine wirkliche Haltung hat. Ja, keine Werte. Wir haben keine Werte und keine Haltung. Stimmt schon. Ja. Ich wollte da mal ein Video auch machen. Vielleicht machen wir auch ein Interview dazu. Der böse Begriff
Ich hoffe, den darf man noch sagen, aber das ist, glaube ich, auch dem Führerprinzip im Sozialismus geschuldet. Weil die selber nicht denken, also der Sozialismus nimmt dir das Denken ab. Und der ersetzt den Staat, also deine Eltern werden durch den Staat ersetzt. Und deswegen laufen die einfach dem hinterher, was ihre Chefs sagen, also ihre Führer. Das hat, weißt du, die Führung der Partei, der Grünen Partei sagt, wir machen jetzt Krieg, und dann sagen die Grünen, also auch auf Twitter, ich rede jetzt nicht von keiner Verschwörung, ja, also nicht von gekauften Accounts, sondern die sagen, oh, unser Führer, unser Chef sagt, Krieg ist gut, Waffen liefern ist gut, dann machen wir das auch. Weil die selber grundsätzlich selber nicht denken. Und deswegen können sich die Meinungen auch so schnell ändern. Ja? Da habe ich gesehen, das ist der sagt, wo es lang geht, der sagt jetzt das. Die haben keine Überzeugung, sondern rennen halt dem jeweiligen Führungspersonal hinterher. Und das ist eben, weil die Leute nicht erwachsen sind, ja? Weil sie immer noch Kind geblieben sind, und der Staat oder der jeweilige Führer der Partei, der sagt halt, wo es lang geht. Weil das ist wirklich das beste Beispiel, ist mit der Grünen Partei und dem Pazifismus. Das ist das beste Beispiel. Ich meine, jeder weiß, dass die als pazifistische Partei gegründet wurde. Und die haben es auch bis vor kurzem immer gesagt. Und dann denke ich mir auch, wie kann ich denn als Grüner jetzt... Nee, weil die Führung das sagt. Wenn die selber denken würden, würden sie ja gar nicht grün wählen. Deswegen, der sagt das jetzt, und dann ist es so. Das mit dem nicht erwachsen werden können, ist ein gutes Thema. Das fällt mir gerade auch bei den Männern auf, du bist ja heute auch nicht mehr gezwungen. Ich meine, früher war es ja so irgendwie, wenn du da mit Mitte 20 nicht irgendwie schon verheiratet warst, Kinder hattest, ein Haus abbezahlt hattest und so weiter und so fort, da war ja irgendwas komisch, dann vielleicht schwul oder so, man weiß es nicht so genau. Heute habe ich das Gefühl, wenn ich mir meinen Sohn angucke, der ist 35, das ist noch ein Kind. Und so sehr ich ihn liebe. Und das ist, glaube ich, inzwischen ein Massenphänomen. Wie erklärst du dir das? Ja, das ist wahrscheinlich ein Resultat, dass es uns zu gut geht auch. Also nach dem Krieg... Also dieses berühmte Zitat von diesem Scheich da aus Dubai oder so, ne? Der gesagt hat, schwere Zeiten bringen starke Männer hervor oder Menschen, und schwache Zeiten dann wieder, dann kennt sich das so um. Der hat mal so ein sehr gutes Zitat in die Richtung gebracht. Das Zitat kommt mir bekannt vor, aber dass das ein Scheich gesagt hat, weiß ich gar nicht. Aber ja, genau so ist es natürlich. Ja, also wenn du so im Wohlstand aufgewachsen bist wie wir, ja, dann sind diese Tugenden erstmal nicht so wichtig, ja? Familie erstmal aufbauen und so weiter. Und ich würde mich ja da gar nicht ausnehmen, nur dass ich halt politisch Kurs gehalten habe. Ja? Aber rein von dem, was du da sagst, ich habe es halt genauso gemacht. Ich habe mich bisher nicht gebunden, weil ich mir gedacht habe, gibt da so viele hübsche Frauen, warum soll ich mich da auf eine versteifen? Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe genug Party gehabt. Ja, da habe ich auch meiner Frau gesagt, du brauchst keine Sorgen machen, dass ich, weil sie sich immer Sorgen macht, ja, Philippiner sind ja sehr eifersüchtig, ich habe gesagt, mach dir keine Sorgen, ich bin durch. Ich hatte sie ja, alle. Das sage ich meiner Frau auch immer, sie glaubt es aber nicht. Deine wahrscheinlich auch nicht. Nee, sie glaubt es nicht. Aber ja. Ich verhalte mich halt entsprechend, ich bin echt durch, ich bin durch. Ja, 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 das macht aber auch das Alter, ne? Also, ja, ja, klar. Ja. eine Sache noch, wo ich dich gerade dran habe. Ron DeSantis, der großartige Gouverneur von Florida, hat ja jetzt seine Präsidentschaftskandidatur angekündigt. Was sagst du dazu? War das taktisch klug? Wie glaubst du, wird das weitergehen mit Trump und ihm? Ja, da könnte man mal eine Sondersendung darüber machen. Ja. Aber so in Kürze... Der Trump ist ein Riesenproblem. Ich würde nicht wählen. Könnten wir fast als Überschrift nehmen. Ich glaube, ich würde Bobby Kennedy wählen. Also ich habe hier amerikanischen Nachbarn, der ist Trump-Supporter gewesen und hat Trump gewählt. Und der sagt, er würde ihn auch nicht mehr wählen. Zwar wegen hier seiner Operation Warp Speed. Und der DeSantis ist Establishment. Der wird vom Establishment unterstützt. Der ist also für die Truther-Bewegung wertlos eigentlich. Aber kulturell macht er natürlich viele Sachen richtig, ja. Und immerhin hat er auch diese Kommission da oder bringt es ja vor irgendeinem Court da mit den Medikamenten. Aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, wenn DeSantis antritt gegen
gegen Kennedy würde ich Kennedy wählen, wenn er es überlebt. Also ich glaube, dass er schon auf der Kill-List steckt. Also die Kennedys, da könnte ich sehr viel über deren Geschichte erzählen. Aber Kennedy ist auch ein Demokrat, oder nicht? Ja, eben. Deswegen ja die Sensation, sage ich, ich würde wahrscheinlich, wenn Trump gegen Kennedy antritt, würde ich wahrscheinlich Kennedy wählen. Damit ja, nur wegen dem Medikamententhema? Auch, nein, und wegen dem tiefen Staat, weil der ist ein erklärter Gegner des tiefen Staates. Der sagt ja öffentlich, dass die CIA ja JFK umgebracht hat, und was auch stimmt zum Teil, war noch ein anderer Geheimnis beteiligt, aber ja, wegen dem Truther-Thema. Und bei Klima kann man ihn vielleicht noch auf Linie bringen. Er weiß nämlich, dass es genutzt wird, um totalitäre Tendenzen also zu verankern. Es ist ja nicht so, dass wir da überhaupt keinen Kontakt in die Richtung haben. Da könnte man ihn vielleicht noch umdrehen. Und so viel falsch machen kann jetzt, die USA sind überschuldet und das Geldsystem wird zusammenbrechen. Also man kann da jetzt sowieso nicht so viel machen. Aber das Thema... Das Thema machen wir dann mal, das machen wir mal für meinen Kanal, weil dann müssen wir zu tief reingehen hier. Das ist nichts für Deutschland-Kurier. Okay. Gut, mein Lieber, ich habe jetzt schon gleich das nächste Interview mit dem Antonin Brusek, dem Ex-Amtsrichter. Ah ja. Von der AfD. Schönen Gruß, besprich doch mal meinen Fall. Ich bin unschuldig, ich kann es dir nochmal sagen auf YouTube. Ich bin unschuldig. Ja, da müsste ich mich ein bisschen vorbereiten. Können wir gerne mal machen. Können wir gerne mal alle vielleicht zusammen machen. Muss ich ihn fragen. Ja. Meine Lieben, hau die rein, macht weiter und bespricht auch nicht vergessen, uns folgen auf Telegram, mir, dem OJ und natürlich auch ganz, ganz wichtig, dem Deutschlandkurier.